Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall Edition im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir die Arena gemacht, wir haben Mark verloren. Ich hoffe, ich habe ihn noch... Ja, der ist schon abgelegt. Und wie ihr sehen könnt, es ist nachts. Wir haben es 23.30 Uhr, ich hatte den ganzen Tag über keine Zeit zum Aufnehmen. Aber jetzt werden wir uns ein neues Pokémon fangen. Welches das sein wird? Wie gesagt, ich will ein Zubat haben. Mal schauen, ob ich dieses Mal Glück habe. Und... ein Enton! Oh, wie geil ist das denn? Oh, ein Enton! Oh, geil! Oh, fang! Bitte, komm! Komm zu mir! Nein! Komm schon, jetzt aber. Komm schon, komm schon. Bleib doch drin. Komm schon. Warum nicht? Komm, ich will dich haben. Oh, Enton. Komm schon. Oh nein, ich habe nur 7 Pokébälle. Oh, komm schon. Verarsch mich nicht. Ah, oh, Mann! Alter, willst du mich verarschen? Bleib drin! Alter, du bist so eine Pissnelke. Komm schon! Ey. Das ist nicht wahr, ne? Ja! Wie cool! Ah! Es kann seine Psychokräfte nur einsetzen, wenn seine schlafenden Gehirnzellen zufällig aufwachen. Müsste Enton einen Spitz angeben, ja. Und zwar... Ach. Okay. Wir nennen ihn, da es ein Junge ist... Roberto. Roberto. Hat eine besondere Bedeutung für mich, weil, mein Stiefpapa... Also sagen wir mal so, meine Mom steht total auf Enton und... Ah, geh mir aus dem Weg. Meine Mom steht total auf Enton. Dementsprechend wollte ich eigentlich, wenn ich einen Enton fangen sollte, es nach ihr benennen. Aber wie man jetzt gesehen hat, habe ich da kein Glück. Es ist ein Mann geworden. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Weil wegen... ist halt und so, oder? Nee, nee, dann gebe ich halt den Spitznamen von meinem, oder den Namen von meinem Stiefpapa, würde ich sagen. Der freut sich, meine Mom freut sich dann bestimmt, dass auch er erwähnt wird. So, Level 7. Ein bisschen schwach, aber wisst ihr was? Wir machen ein bisschen Offscreen-Training und wir sehen uns gleich wieder. Also, piss gleich und ciao. So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall Edition. Ich habe ein bisschen Enton trainiert. Und Leute, ich habe da in dem Wald trainiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Glück gehabt, dass ich Roberto da getroffen habe. Nun, jetzt zeige ich ihn euch mal. Ein Wasser-Pokémon. Er lernte Konfusion und Aussetzer während des Trainings. Ja, Spezialangriff ist bei 31, Angriff bei 29. Insgesamt sind die Werte eigentlich genial. Gut, sehr schön. Dann machen wir jetzt mit unserer Reise weiter. Und Enton ist an erster Stelle. Und wir treffen direkt einen Mirapla, das gleich Game Over ist. Bam! Oh, Enton ist genial. Alter, der wird mir noch so helfen. Konfusion. Bam. Gesichte. Und nochmal Konfusion. Bam. Das Schöne ist, Unlicht kann nichts gegen ihn machen. Er hat zwar eine Psychoattacke, aber beinhaltet halt nur den Typ Wasser. Dementsprechend. Vorteile! So, noch ein Mirapla. Ey, ich habe kein Raupi und kein Safkon, kein Hornio getroffen. Ist das normal? Oh, ich bin so glücklich. Ich meine, ich hätte... Beleber kann ja verkaufen. Ich hätte echt gerne ein... Ey, ein Enton! Willkommen, Kollege! Ich hätte echt gerne einen Zubat gehabt, aber... Was soll's. Mit Enton bin ich auch zufrieden.
Genial. Bam, und tschüss, Mann. So. Oh, jetzt nervt es aber langsam. Komm, geh drauf. Bam, Ente. Ente, gut, alles gut. Und gib ihm noch eine. Bam. Jetzt wird's richtig entig. Und beweg dich. So, wir holen uns den Zerschneider. Bla 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 bla. Form 01, Zerschneider. Und das bringen wir gleich unserem Opfer bei. Aber erstmal gehen wir jetzt in die Stadt. Heil nochmal schnell, Anton. Ich meine Roberto. Heil, 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 heil. Und da machen wir es ganz einfach, weil das vergisst man ganz häufig. Wir gehen nochmal in das Haus von diesen Holzkohletypen. Okay, wir sprechen nicht ihn an, sondern den jungen Mann. Und der gibt uns dann Holzkohle zum... Das können wir einem Feuer-Pokémon zum Tragen geben. Und wenn es das trägt, werden die Feuerattacken noch viel effektiver. Jawohl. So, Beute. VM Zerschneider. Ja, ich habe Zornklinge vorhin verkauft, weil ich unbedingt... Das Ding kann Zerschneider lernen, auch nicht schlecht. Weil ich unbedingt Tränke brauchte. Ich hatte ja keine mehr. Und Pokebälle ja auch. Ich glaube, das habt ihr noch gesehen mit den Pokebällen, ne? Hey, Bluetooth. Und tschüss, Mann. Ja, ja. Das kleine Ding hier ist für Celebi gemacht worden. Ich muss niesen. Ich glaube... Nein, doch nicht. Oh, Fehlalarm, zum Glück. Oder? Ah, man weiß es nicht. So, wir rocken eben schnell die Bude hier. Schnappen uns alles, was wir kriegen können. Kann man verkaufen. Und noch ein Mirapler. Konfusion und Ente. Oh, ist das schön. Ein Mirapler und du gehst auch drauf. Bam und tschüss. Gegengift. Darf ich auch nicht benutzen. Was soll ich mit dem Kram? Oh Mann. Oh, ich freue mich so, dass ich Roberto gefunden habe, weil dieses Pokémon ist einfach genial. Sehr zufriedenstellend auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass Roberto uns länger erhalten bleibt als Mark. Mark ist ja sehr schnell draufgegangen. So, Miri ist dran mit Training. So, TM2, Kopnos. Behalten wir das erstmal. Wir gucken erstmal, wer das alles lernen kann. So, Köpfnüs. Wer will denn das lernen? Jo, das ganze Team will das lernen. Ich glaube, das bringt niemandem wirklich was, oder? Das Ding ist physisch ausgelegt. Könnte das gebrauchen. Roberto ist speziell. Ratatouille ist physisch, speziell. Auch speziell. Miri ist speziell. Wusstet ihr das? Ich nicht. Ich habe das vorhin erst gesehen beim Training. Ah, noch ein Anton. Anton, Anton, Anton. So, Sternschau und tschüss, Mann. Lockduft. Lockduft. Oh, krass, ey. 10 nach 0. 10 nach 12. Oh mein Gott, wie viele Pokémon kommen denn noch? Ah, ich bin mal gespannt, ob wir irgendwelche irgendwelche Shinies treffen. Die einzigen Shinies, die ich bislang getroffen hatte, war das rote Gyarados, aber das kann ja jeder treffen. Bitterkuss, das bringen wir ihnen doch bei. Und dafür lassen wir heute vergessen. Ja, das war einmal das rote Gyarados, das reguläre, und ein grünes Golbat habe ich noch getroffen. Oh, du willst kämpfen? Ich wusste gar nicht, dass es da einen Trainer gibt. Oh, Ladybar. Togepi. Bam, und tschüss, Mann. Oh, noch ein Paras, auch kein Problem. Und noch ein Sternschauer und das war's auch. Ach, warum trainiere ich eigentlich Miri weiter? Der ist ja schon aufgestiegen, der Herr. Ratatouille ist als nächstes.
So, du gibst mir mal eben schnell Lockduft. Das können wir verkaufen. So, und jetzt kommen wieder ein paar Trainer. Und 10 Minuten haben wir... Oh, Ratzfratz gegen Ratatouille. Bam. Und tschüss. Sandan gegen Ratatouille. Bam. Und... Oh, hat überlebt. Respekt. Ruckzuckhieb. Und das war's auch mit dir. Ein Habitag. Hier können wir auch ein neues Pokémon fangen. Pokémon. Sehr gut, ein Pokémon. Ich bin mal gespannt, was ich hier fange. Aber bestimmt kommt hier nur so ein blödes Ratzfatz wieder, oder? Gehen wir erstmal den Gras aus dem Weg. Ich weiß, dass man hier auch einen Abra und einen Ditto fangen kann. Aber Ditto muss nicht unbedingt sein. Grimasse, ach Gott. Beere. Bam, Ende, tschüss. So spielt man. So, mit der da wollen wir auch noch kämpfen, da unten. Und, ey, da ist Julian gewesen. Ratatouille ist aufgestiegen und wir nehmen Ramona Sis. Ramona Sis. Nicht Giftpuder. Du sollst Rasorblatt ein... Oh Gott, ich dachte das schon. Rasierblatt und bam. Oh, bitte, bitte, bitte. Lass mich jetzt kein Pokémon treffen. Die hat Pflanzen-Pokémon, das weiß ich. Und dagegen setzen wir doch einfach mal Roberto ein. Roberto, dein erster Trainer kam. Nein! Toll, ein Ditto. Verdient! Ah, was machen wir? Aussetzer. Schade. Hat nicht geklappt. Aussetzer. Ey, willst du mich verarschen? Setz jetzt mal Aussetzer ein, Mann! So, Kratzer. Ja, wir werden es auf jeden Fall fangen. Kratzer. Kratzer. So. Jetzt wechseln wir aber das Pokémon. Ist ja wilder Kampf, also kann ich wechseln. Das ist da ja... Nein, genau das Falsche eingesetzt. Wenn er gleich Konfusion macht, ist vorbei. Setze lieber Ratatouille ein, ja. Hauptsache, das blöde Vieh flieht nicht vor uns. Ansonsten drehe ich hier voll am Schnitzel. So, und Pokebälle. Und gib ihn. Ja, so sollte das laufen. Es kackt einfach mal ab. Leute, bis gleich. Eben kurz Pause. So, es geht weiter. Die Störung ist weg. Bandicam will mich richtig veräppeln. Äppeln. Oh, ja, komm schon. Jetzt bleib doch mal drin. Du bist schon so sehr geschwächt. Oh nein, ich hätte heilen müssen. Wir wechseln. Auf Miri. Konfusion. Ach Gottchen, wie süß. Komm schon. Jetzt bleib drin. Ach, Ditto. Komm schon. Alter! Nerv mich nicht! Jawoll! Ditto wurde gefangen. Puh. Trifft es auf ein anderes Ditto, bewegt es sich schneller als gewöhnlich, um es exakt nachzuahmen. Möchtest du Ditto einen Spitznamen geben? Natürlich. Wir nennen es einfach ebenso. Ich hoffe, ihr versteht, warum ebenso. Weil wegen Ditto. Ditto. Hm? Okay? Ja, klar, ihr checkt das schon. Ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen. Ramona Sis, du fängst an jetzt. Oh, der hat Feuer-Pokémon, ne? Da können wir... das Ding nicht. Wir setzen dagegen Roberto ein. Weil es so schön ist. Komm schon. Jawoll, ein Vulcano, ich hab's doch... Oh, Alter! Level 17? Oh, er ist verwirrt. Komm schon. Hyperzahn. Ja! Oh Gott, habe ich ein Glück. Oh, ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Ohne Schmarren. Ich wollte schon wieder Fäkalsprache benutzen, aber das wäre ja nicht in Ordnung. So, was hast du? Sag mal her.
Anton, Anton. Das kommt mir bekannt vor. Aber du hast eine Schwäche gegen Wasser. Bam, tschüss. Das war's auch mit dir. So, sehr schön. Ja, bla, 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 bla. Nein, ich will nicht deine Telefonnummer. Sag mal. So, wir haben Ducatia City erreicht. Das ist sehr gut. Weil wegen ist so. So. Gucken wir mal. Ich will mal eben nach TMs gucken. TMs? TMs! Und verkaufen muss ich auch noch was. Wer hat denn TMs? Du hast Pokéball und so, aber wir verkaufen mal eben. Den Beleber. Tschüss. X-Angriff. Tschüss. Gegengift. Tschüss. Was haben wir noch? Lockdoft. Tschüss. So, und wir gehen weiter. Ich will unbedingt TMs haben. Komm schon, gib mir eine TM. Ah, du, deine Speziale und so. Das interessiert doch keine Sau. Du hast TMs, ne? Nein, hast du auch nicht. Alter, was wollt ihr eigentlich? So, du hast aber TMs. Warte. Elektroschlag. Feuerschlag. Eisiger Schlag. Kopfnuss. Ich würde am liebsten jede haben, ne? Eisiger Schlag. Nehmen wir erstmal das. Gut, die anderen beiden werden wir uns auch noch kaufen. Gucken wir mal, wem wir das beibringen können. Und jetzt kann das bestimmt keiner lernen. Jawohl, wem bringen wir das bei? Roberto kann das lernen. Und er ist speziell ausgelegt, also ist das sogar eine sehr gute Wahl. Und wir haben dann schon was gegen Drachen-Pokémon. Rotenschlag geht weg. Sehr schön. So, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und schaut wieder rein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Kristall im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.